Wir sind so weit weg davon, von einer wirklichen breiten medizinischen Anwendung von einer Keimbahntherapie, dass man damit diese Diskussion wirklich nicht belasten sollte, sondern wirklich drauf auf die Chancen schauen sollte, die wir mit der somatischen Gentherapie haben. Da gibt es Krankheiten und da gibt es Patienten, die haben Krankheiten, die, an denen sie sterben werden. Und da gibt es die große Hoffnung, dass man mit einer Gentherapie diesen frühen Tod verhindern kann.